Hey Leute und willkommen zu Let's Play Hero Zero Surfer 13. Ich bin fast Stufe 140. Ich brauche nur noch 12.000 Erfahrung und ich habe einen neuen Begleiter, das ist der liebe Brutus. Aber der hat hier eine Fähigkeit, die nicht so gut ist. Hochgepäppelt ist schon gut, aber nur wenn man Trophäen hat. Und wir haben gerade keine Trophäen, deswegen bringt die Fähigkeit jetzt eher nicht so viel. So, ich wollte gerade die Mission starten. Mache ich auch mal kurz. Training habe ich keins mehr. Heldentaten habe ich noch richtig viele. Aber ich muss mir jetzt eine mit Training aussuchen. Deswegen alle die weg. So. 10 Training. Jetzt einlösen. Und nochmal 10 Training. Jetzt einlösen. So. 20 Training mache ich jetzt auch ganz schnell. Und Sondereinsätze. Ich habe hier schon welche, die kann ich heute noch machen. Aber natürlich erstmal hier, den hier versuchen wir zu knacken. Ich müsste den theoretisch schaffen, aber den nächsten schaffe ich, denke ich mal, nicht. Deswegen kann man jetzt hier weitermachen. So, den vierten müssten wir schaffen. Jep, der war auch jetzt nicht so schwer. Uff, jetzt kommt der fünfte. Den schaffen wir auch. Sehr schön. Jetzt kommt der sechste. Den haben wir auch geschafft, aber das war schon ein bisschen knapper. So, den siebten. Ui, den haben wir auch geschafft. Den achten. Also irgendwie schaffe ich es gerade alles. Ich weiß nicht wieso. Ui, der hätte mich fast besiegt. Deswegen muss ich kurz schauen, ob es Sachen gibt, die mich besser machen. Ich kann mich auch wieder skillen. Das kann ich jetzt auch machen. Das mache ich auch jetzt, damit. War das. Nee, ich wollte schon sagen. Damit ich den dann schaffen werde. Aber erstmal neue Ware machen. Plus, minus, 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 alles minus. Dann nehmen wir einfach mal. Mehr Kondition. Ich brauche mehr Kondition. Deswegen skill ich erstmal Kondition auf 10.000. So. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr. Da kann ich das hier noch auf 10.000 skillen. Grips und noch Intuition auf 10.000. Wenn ich. Ne, ich habe nicht genug Münzen. Gut, dann erstmal auf 9.000 beides. Wie, das wird knapp. Ups. Ah, ja, doch, das geht. 1292. So. Jetzt muss ich den letzten schaffen. Bitte. Mit 5600. Easy. Das war jetzt ganz schön einfach. Und wir haben hier 9. Was wird hier programmiert? Das müsste ich auch nochmal gucken, ob ich das hier schaffe. 135. Ja, easy. Easy, easy, easy. Okay, bei diesem Flugroboter haben wir verkackt. Schade, aber hier diese Decke, die macht Minus. Toll. Und das hier macht auch Minus. Und wir haben, denke ich mal, Donuts bekommen, weil wir den Sondereinsatz geschafft haben. Yay! Hier gibt's 4 Donuts. Und hier gibt's nochmal 4 Donuts. Und ich habe 58 Donuts. Ohne Donuts zu kaufen. Nice. So. Ich finde, okay, die ist okay. Schauen wir mal, welcher Platz bin ich denn von der Stufe her? 177. Ja, da muss ich noch busy hochkommen. Und wer ist denn auf Platz 1? Ja, okay. Ah, Neverending, schon wieder so viel. Ja, okay, das letzte Mal war das genau gleich, da hat sich eigentlich nichts geändert. Bei den Teams hat sich auch kaum was geändert, außer dass bei Ehre Pandora auf Platz 1 ist. Okay. Die haben echt schöne Trophäen hier, die zwei Teams. Also Bloodline und Neverending haben die besten Trophäen. Ultimate hat auch nice. 4 Trainings. Halt einmal Liga-Dings. 25%. Aber ansonsten, also die drei Teams haben anscheinend die besten Trophäen, ja. Die drei Teams.
Gibt's halt noch. Okay, die haben auch nice Trophäen. Wer ist das? Hibikomune hat auch sehr schöne Trophäen. Oh. Die haben alle die besten Trophäen. Okay, die jetzt nicht, die Revolution. Okay, Wochenturnier. Schauen wir mal danach. 197. Okay. Bei E. Ah, stimmt. Ich wollte ja noch Kämpfe machen. Ich habe hier aber keine anderen Wurfwaffen. Dann nehme ich halt die Wurfwaffen. So, dann kann ich auch in der Liga angreifen. Ui, wen greife ich denn an? Hier. Brainless greife ich an. So, eigentlich bin ich viel zu stark für die Liga hier, für Silber 3. Deswegen werde ich jetzt auch alles gewinnen. Okay, vielleicht auch doch nicht alles. Cassandra, dich greife ich an. Sehr schön. Plus 7 Ligapunkte. Hier. Tinkerbell. Auch besiegt. Und ich brauche noch genug. Also, okay. Beim nächsten Mal werde ich dann Silber 2 sein. So, greifen wir noch jemanden an. Hier, Red Sonja. 14.000 Ehre. Easy. Headlock. Greifen wir auch mal an. Ich habe gleich 11.000 Ehre, merke ich gerade. Wenn ich jetzt noch zweimal gewinne. Subi. Sehr schön. Und ich gewinne es, obwohl mein Begleiter nur Stufe 1 ist. Hier, sicher, sicher. Zoe greifen wir an, dann haben wir 11.000. So, jetzt haben wir genau 11.000 Ehre. Greifen wir nochmal die Zoe an. So, jetzt müsste es lang. Meine Wurfwaffen, ich habe noch 39. Okay, die will ich auf jeden Fall behalten. Die sind voll cool. 8 GB RAM-Riegel. Ich würde die in den PC einbauen und nicht. Ach, MB. Okay. Da würde ich die doch nicht einbauen. So. 140 bin ich jetzt geworden. Yay, ich bin jetzt der 007-Held. Agent 007. So, dann haben wir hier aber nicht so schöne Missionen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Was ein Luck ich mal wieder hab. So, die Mission ist okay. Ich sollte mich mal beim Kondi umziehen, damit ich die Mission besser schaffe. So. Geht eigentlich. 999. Ja, okay. So, ich will lieber 1000 da stehen haben. Sondereinsätze habe ich gemacht. Training, Duelle, okay. Alles gemacht. Das heißt, es ist wieder Briefe lesen Zeit. Oder eher gesagt Nachrichten. So, ich denke mal, das hier war das erste von Peace im Video. Hey Fandango, deine Videos gefallen mir sehr gut. Vielen Dank, Peace. Deine ehrliche Meinung zu paar Helden stimmen. Deine Ehrlichkeit und dein Ehrgeiz gefallen mir. Ich wollte dich mal fragen, ob du meinen Char bewerten kannst. Falls ich im Kondi-Set bin, schreib mir, werde mich dann anziehen. Okay, ich schaue dich mal kurz an. Wahrscheinlich bis zum Kondi. Yep, deswegen muss ich dir schreiben. Antworten. Ja, Kondi raus. So. Senden. Und The Dark im Video. Kannst du mal mein Char bewerten und einen Kommentar da lassen und mich mal angreifen? Du hast dich jetzt auch sehr verbessert und ich wollte mal wissen, wer besser ist. Okidoki. Wir schauen mal. So. Ich bin gerade im Kondi. Und. Nein! Ein freier Angriff. Sorry, aber ich habe keine Lust, zwei Donuts auszugeben. Weil, ja, zwei Donuts sind mir zu viel. Sorry. Aber deine Skillung ist echt schön. Aber du solltest vielleicht ein bisschen mehr Kondition haben. So 1400 wäre okay. 1500 so. Dann passt alles. Sehr schön. Aber ich kann dich halt nicht angreifen. Das geht nicht. Champfist, Aloha Fandango, Aloha. Oh, hi ho. Also, jetzt mal zu deinen Skills. Kondi ist wichtig, ja? Nur für Missis und Sondereinsätzen. Ansonsten sollte deine Aufstellung so sein, ist nur ein Beispiel. Ich weiß, dass die Aufstellung so ist, aber ich mach trotzdem mehr Kondi, obwohl ich jetzt gerade nicht mehr Kondi hab, aber ich mag trotzdem mehr Kondi, deswegen, weil ich einfach Kondition mag, deswegen skill ich das auch so. Ich weiß, dass es so richtig ist, wie das dasteht, aber ich mag trotzdem Kondi zu sehr, deswegen.
So wäre es optimal, also Kraft weniger als Condi und Condi weniger als Grips und Into, Into und Grips immer gleich halten. Muss man nicht, kann man. Du machst auf jeden Fall tolle Videos, vielen Dank. Ich finde dich lustig, mach also echt Spaß. Zuzuschauen, weiter so. So, könntest du mich bewerten? Du spielst PS4, ich auch. Wollen wir zusammen spielen? Kannst mir deinen Namen schicken oder schreib mir einfach zurück. Yep, kann ich dir später schicken. LG, der Champ. So, ich kann dich bewerten auf jeden Fall. Champ Fist. Und deine Skillung ist aus. Du hast mehr Skills ausgezogen als ich im Kondi. Das ist meiner Meinung nach für mich traurig, weil du bist einfach viel, viel besser. Und es ist sehr gut, dass du halt. Ja, okay. Ich merke schon, du hast Ahnung. Eigentlich kann ich dir nicht sagen, was du verbessern sollst. Ich kann nur sagen, mach weiter so. Und das war's eigentlich, weil. Wenn man Ahnung hat, was bringt's dann, wenn ich dir sage, wie du skillen musst, wenn du das ja schon weißt? Deswegen mach einfach weiter so und du hast einen coolen Begleiter, der nur Grips und Intuition macht. Das ist auch sehr nice. So Begleiter sind auch eher seltener. So. Kondition trainieren und schon wieder verloren. Warum? Ich bin noch im Kondi. Ich weiß, warum habe ich so viel. Oh ja. Ich hab die Waffe drin gelassen. Natürlich verliere ich da. Mann, bin ich dumm. So. Also, Sungai, im Video bitte. Wie findest du es, dass ganze Zeit Leute rausgehen? Ja. Das finde ich blöd. Wir hatten mal einen Berater, der rausgegangen ist, weil er zu viel PS4 gezockt hat. Und dann sind halt die anderen gegangen. Wahrscheinlich, weil es einfach, ich weiß nicht mehr, hier Spaß gemacht hat. Weil ich konnte auch jetzt in letzter Zeit nicht so oft onkommen, wegen der Schule. Und einige sind auch rausgegangen, weil wahrscheinlich der Ausbau einfach nicht voranging. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wer warum rausgegangen ist und wieso, aber anscheinend, ja, es ist blöd für mich halt. Also, ja, dazu kann ich nicht viel mehr sagen, sorry. No Remore, im Wie. Im Wifio? Okay, im Wifio. Manhattan, Man, Hattan, also Manhattan, Mi in Karata Mi bewerten. Ist es jetzt so eine Geheimsprache? Okay, ich verstehe die Geheimsprache nicht, aber ich kann nicht bewerten, das habe ich verstanden. No Remore. Phoenix wieder T20. Hallo, ich hasse. Ich heiße, nicht ich hasse, ich heiße No Remore. Okay, deine Skillung ist für 56 ist es eigentlich, ja, ist okay. Vielleicht bisschen mehr Kraft und bisschen mehr Into und Grips, dann passt es eigentlich. Weil Condi hast du jetzt schon mal genug, jetzt solltest du erstmal ein bisschen mehr Kraft hochmachen, aber nicht skillen. Kraft skillt man nicht. Und Grips und Intuition kannst du auch noch ein bisschen hochmachen. Ansonsten passt das alles. So. Wen haben wir hier noch? Flyder im Video. Ey, ich finde, du bist der beste YouTuber in Hero Zero Let's Plays. Weiter so. Dankeschön. LG Flyder. Okay. Vielen Dank, Flyder. Sungai, nochmal. Könntest du vielleicht mein Char bewerten und mich vielleicht Berater machen? Könntest, weil ich dann helfen kann bei Spielern suchen. Also, Berater wird man nicht einfach so. Das sage ich dir gleich. Das wirst du wahrscheinlich nicht. Denn einfach so einen Berater zu machen, das macht man eigentlich in keinem Team, das weiß ich aus Erfahrung so. Und ja, das können wir ja dann nochmal zusammen besprechen. Aber dein Char kann ich auf jeden Fall bewerten. Ui, 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 ui. Da hat einer aber zu viel Kraft. Aber hallo, da hast du echt zu. Du hast ja mehr Kraft als Kondition. Du solltest. Kraft ist. Der Attribut, der am allerwenigsten von allen drei geskillt werden sollte, also gar nicht geskillt werden, aber ich meine jetzt von der Höhe her, deine Kraft ist viel zu viel. Du hast viel zu viel Kraft. Deswegen solltest du Kraft erstmal so auf 8, 7, 700 wäre schon gut. 700 runter machen. Aber ansonsten, ja, ist die Skillung. Eher eigentlich ist die Skillung nicht besonders gut. Da solltest du echt mal schauen nach deiner Skillung. So, Falke im Video. Machst gute Video. Machst gute Video. Okay, machst gute Video.
Kannst du meinen Char bewerten? Ja, kann ich tun, Falke. Sehr gerne. Wahrscheinlich hier plus 3000. Plus 7000. Warum denn nicht noch mehr? Also, dein Level ist Hammer. Deine Skills sind Hammer. Ja. Also, dazu kann ich nicht mehr sagen. Also, bist du nicht in den Top 20 so, in Top 30? Musste ich mal kurz gucken. Falke hier. Weil so eine Skillung ist schon recht gut. Falke. Ah, auf dem 15. Platz. Ja, dann kein Wunder, dass deine Skillung so hart ist. Aber auf jeden Fall super Skillung. Und du hast so schöne Sachen. Die hätte ich auch gern. Und einen schönen Begleiter, der Fransel. Der Fransel ist ein schöner Begleiter. So, Manox. Ah nee, AW, hi. The Dark im Video. Ich wollte fragen, willst du. Was? Ich wollte fragen, willst fragen, was mit dem Team ist, weil die Hälfte spielt unaktiv und wir sind nur 15, wir brauchen wieder aktive Member. Am Anfang geht es noch einfach, aber dann sind 5 Leute an einem Tag rausgegangen. Was hast du jetzt vor zu tun? Und kannst du mir Bescheid sagen, wenn ich im Kondi bin? Von der anderen Frage. Okay. Also, ich weiß nicht, was wir so tun sollten. Ja, das ist eigentlich schade, dass die alle rausgehen, aber ich kann die jetzt auch nicht alle drin halten, weil ich kann ja keinen zwingen, im Team zu bleiben. Deswegen, ich versuche einfach Leute reinzukriegen. Wenn sie wollen, kommen sie rein. Wenn nicht, dann nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht immer, was ich tun soll. Deswegen, sorry, The Dark. Ich bin busy überfordert. Ja. Peace. Hey, YouTube. Ja, wahrscheinlich bist du umgezogen, ne? Ja, dich sollte ich nicht angreifen, ich glaube. Oder? Sollte ich dich angreifen, Peace? Okay. Ich sollte dich nicht angreifen. So, das war, glaube ich, der Dark. Deine Skillung ist gut. Du hast schon viele Werte über 2000, also alle drei eigentlich. Eigentlich passt es so, meiner Meinung nach. Also die Skillung ist so in Ordnung. Kannst nichts anders machen. Ja, okay. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll, aber deine Skillung ist jetzt halt so in Ordnung. Deswegen schön so. So, dann haben wir noch hier The Dark, wollte ich doch. Ja. Jetzt sind die 7 Minuten vorbei. Jetzt kann ich dich auch angreifen. Aber ich muss mich erstmal anziehen. Denn es soll ja fair sein und nicht im Kondi. So, wer gewinnt jetzt? The Dark oder ich? Schurke. Okay, ah nee, das war ein anderes Mal. So, dann greifen wir dich mal an. Wahrscheinlich werde ich gewinnen, weil du vergessen hast, deine Wurfwaffen reinzutun. Ja, geschafft. Du kannst die Ehre, falls du die wieder haben willst, kannst mich danach gerne wieder angreifen. Also ich schreibe dir das dann einfach. So. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!